Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Burg Wolkenstein, meist auch Schloss Wolkenstein genannt. Es ist eine hochmittelalterliche Burganlage im Erzgebirgskreis und die wunderschönen Räumlichkeiten möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Im Zusammenhang mit der Erschließung des Pleißenlandes in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts durch Kaiser Friedrich Barbarossa erfolgte die Besiedlung des westlichen Erzgebirges durch Reichsministeriale. Zu jenen gehörten die Herren von Warta. Mit der Errichtung der Burg Waldenburg schufen sie sich ein neues Machtzentrum und nannten sich seitdem nach ihrer neuen Stammburg von Waldenburg. Die Herren von Waldenburg erschlossen sich um 1200 die Herrschaft Wolkenstein. Erstmals urkundlich erwähnt werden sie mit der Herrschaft Wolkenstein in einer Urkunde vom 30. Juni 1241. Neben dem Bergbau besaßen sie auch Einkünfte aus dem Münzwesen. Wolkenstein, die in die Wolken ragende Höhenburg, ist ein typischer Burgname des Mittelalters. Hoch ragen die Mauern in den Himmel und scheinen dennoch mit dem Fels verwachsen zu sein. Sie künden von einstiger Macht und Bedeutung dieses Herrschaftssitzes. Der Komplex, bestehend aus unterschiedlich alten Baukörpern in Terrassensporenlage, ist ein typisches Beispiel für eine überbaute Wehranlage aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Die in die Wolken ragende Burg diente damals dem Schutz eines Handelsweges nach Böhmen und war Sitz der Herren von Waldenburg. Nach 1500 wurde sie zum Jagdschloss für Herzog Heinrich dem Frommen. Die ältesten erhaltenen Bauteile der historisch gewachsenen Anlage sind der aus dem 14. Jahrhundert stammende Wohnturm und das Küchenhaus im Nordosten des Schlosses. Im 16. Jahrhundert kamen Nord- und Südflügel mit Torhaus hinzu. Obwohl der burgartige, wehrhafte Charakter der Gesamtanlage dominiert, hieß der Komplex schon 1372 Schloss Wolkenstein. Der heutige Staffelgiebel des Torhauses und die Rundbogen mit Diamantquadern entstanden 1883. Der Wohnturm ist der älteste noch erhaltene Teil der mittelalterlichen Burg. Über dem Kellergewölbe eingelassen in den Fels liegen drei Geschosse. Ein als Silberkammer genannter gewölbter Raum mit einem schmalen Zugang aus dem Torraum, darüber ein Geschoss mit einer hohen Holzbalkendecke und schließlich eine ursprünglich durch eine hölzerne Trennwand geteilte Kemenate mit einer stehenden Haspel und einem Wandschrank in der Außenmauer. Teile der historischen Innenausstattung wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Haspel diente zur Lastenbeförderung. Sie wurde gedreht und so wurden über einen Aufzug am Seil Waren hinaufbefördert. Im ausgehenden Mittelalter wächst bei den Burgherren das Bestreben nach Repräsentation. Gleichzeitig verlieren die alten Wehranlagen angesichts neuer Waffentechniken ihre Bedeutung. So wird Wolkenstein Nebenresidenz und zeitweise Herrschaftsmittelpunkt der Wettiner. Unter Einbeziehung der mittelalterlichen Bausubstanz erfolgt die Umwandlung der Burg in ein stattliches Wohnschloss.
Nach dem Tod des letzten Waldenburgers fiel der Besitz 1473 als erledigtes Lehen an die Landesherrin, die Wettiner. Es entstehen als Anbauten die heute dominierenden Gebäudeteile Südflügel, Torhaus und Nordflügel. Der Südflügel wird als Saalbau ausgeführt. Sonnenlicht durchflutete Fürstenstube und Fürstensaal, die zu jener Zeit über den Westflügel direkt mit dem Küchenhaus verbunden sind. Amtsgeschäfte, Jagden und andere Vergnügungen bestimmen die Aufenthalte der Wettiner mit ihrem Hofstaat. Die Nachbildung eines Kamins in der Fürstenstube vermittelt den Eindruck von behaglichem Leben in der erzgebirgischen Nebenresidenz. Ornamentale Malereien von 1536 um die Fensternischen zeigen Menschen- und Tierköpfe. Bereits Herzog Georg der Bärtige veranlasst um 1500 bauliche Maßnahmen an der Burg. Für seinen Bruder Herzog Heinrich II., der 1505 die Verwaltung des Freiberger Ländchens, das heißt der Ämter Freiberg und Wolkenstein, übernimmt, spielt Wolkenstein eine noch größere Rolle. Umfangreiche Arbeiten an der Burg und an den Stadtmauern zeugen vom Bestreben, Wolkenstein als Nebenresidenz auszubauen. Den Beinamen der Fromme erhält Herzog Heinrich, weil er 1539 nach der Übernahme der Regierung in Sachsen die Reformation einführt. Besonders Kurfürst August ließ in der Mitte des 16. Jahrhunderts die festlichen Räume mit zahlreichen Jagdtrophäen schmücken. Dieser festliche Saal vermittelt eine Vorstellung von der repräsentativen Hofhaltung der Wettiner, auch im Erzgebirge. Zum Vorschein kommt nach der Sanierung 1995 eine unbemalte Holzbalkendecke, die wunderbar erhalten ist und die die großzügige Raumwirkung unterstreicht. Um die Fensternischen herum werden Malereien freigelegt, die einst 1536 vollendet worden waren. Spätgotische Vorhangbogenfenster und Sitznischen werden von filigranen Renaissance-Malereien bekrönt. Damals wie heute beeindruckt der Blick aus dem Fenster in die malerische Mittelgebirgslandschaft die Nutzer der Räume im Südflügel. Die sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Amtsgerichtes im ersten Obergeschoss des Südflügels befindliche Heimatstube wurde 1964 eingerichtet. Neben Ausstellungsstücken zur Stadtgeschichte, Schnitz- und Klöppelarbeiten ist auch ein originalgetreu gestaltetes Stadtmodell im Maßstab 1:100 zu sehen. Das Amt Wolkenstein entwickelt sich im Laufe der Jahrzehnte zum größten Amt im erzgebirgischen Kreis. Bereits 1587 erwirbt der Rat der Stadt die obere Gerichtsbarkeit, die während des gesamten 17. Jahrhunderts ausgeübt wird. Kurfürst Johann Georg II. Zählt Wolkenstein zu den vornehmsten Städten seines Landes. Einige Jahre später leiden die Bewohner des Erzgebirges im Dreißigjährigen Krieg unter den Truppen, die über die Gebirgspässe ziehen. Dabei wird Wolkenstein 7-mal besetzt und mehrfach geplündert. Die wirtschaftlichen Folgewirkungen waren katastrophal. Vor allem der Bergbau erreicht in Wolkenstein wie vielerorts im Erzgebirge nicht mehr die Bedeutung, die er im Mittelalter hatte. Zunehmend verliert die Stadt an Glanz, weil die Wettiner das Wolkensteiner Schloss immer seltener nutzen. Nachdem das Schloss fast 300 Jahre kaum genutzt wurde, erfolgte 1834 ein Umbau zur Schaffung von Amts- und Wohnräumen für das neu errichtete Justizamt. Dabei wurde die historische Bausubstanz des Schlosses verändert, die großen Säle in kleine Zimmer unterteilt. Aus der Zeit stammt dieses Podest, die ehemalige Schreibstube des Amtsrichters.
Sichtbar sind zum Beispiel Tintenflecke, ein Inventarschild, Abdrücke von Stuhl und Schreibpult sowie der ausgetretene Laufweg des Amtsrichters. Der heilige Bartholomäus ist der Schutzheilige der Stadt Wolkenstein. Die Steinplastik stammt aus dem 14. Jahrhundert und stand bis 1990 am Mühlentor. Die Geschichte von Warmbad reicht bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts zurück. Das mächtige Geschlecht derer von Waldenburg, das Burgen baute und Städte gründete, trieb Bergbau auf Wolkensteiner Gebiet und bei dem Suchen nach Erzen fanden die Bergleute in dem damals Sand genannten Teile des Waldes die warme Quelle. Ein der Mutter Christi, unserer lieben Frau, geweihtes Kirchlein, war dann in der Nähe der segenspendenden Quelle gebaut. Aus dieser längst verschwundenen Kapelle stammt die jetzt noch im Brunnenhaus aufgehängten, einst dem Altarbild angehörenden drei in Holz geschnitzten Figuren mit der darunter stehenden Jahreszahl 1385 und der Widmung: Dies Warmbad am Sand zu unserer lieben Frauen hat Gottes Wunderhand gelegt in diese Auen, wodurch dem Leibe nach Heil werden kranke Herzen, Christi Verdienst und Blut lindert die Seelenschmerzen. Das Museum zeigt in seinem Schmuckkästchen bezaubernde Amethyste verschiedener erzgebirgischer Fundorte. Während besonders das Silber den sächsischen Herrschern Reichtum bringt, dienen außergewöhnlich schöne Minerale ihrem Repräsentationsbestreben. Der Chronist Christian Lehmann bemerkt 1699, dass der Wolkensteiner Schlossberg sehr viel Amethystengesteine in sich halte. Das Erzgebirge gilt im europäischen Maßstab als amethystreichstes Land hinsichtlich seiner historischen Bedeutung sowie der Konzentration und der Vielfalt der Amethystenausbildung gibt es in Europa nichts Vergleichbares. Im Jahr 1802 ereignet sich der letzte verheerende Stadtbrand. Schloss und Kirche können gerettet werden. Die heutigen Gebäude zeigen das zu Beginn des 19. Jahrhunderts wieder aufgebaute Wolkenstein, allerdings ohne die barocken Schmuckfassaden. Die Anbindung an das Eisenbahnnetz 1866 fördert nicht nur die Industrie, sie leitet auch den Beginn des Fremdenverkehrs ein. In der Gründerzeit erlebt Wolkenstein eine neue Blüte. Bürgerschule, Postamt, Straßenbeleuchtung entstehen. Das Waschen war im traditionellen Haushalt die zeitraubendste und mühsamste Arbeit. Das Wasser musste im Wasserkessel auf dem Holzherd erhitzt werden, die Wäsche darin gekocht, dann gewrungen, geschlagen, gerieben und gebürstet und immer wieder gespült werden. Schon früh gab es einfache Waschgeräte, Schlaghölzer, Waschbretter, Mangeln, Bürsten. Ebenso ist die Seife in Mitteleuropa schon seit dem frühen Mittelalter bekannt. Die harte Arbeit des Waschens wurde schon früh durch einfache mechanische Geräte erleichtert, so das Auswringen der Wäsche durch Wäschemangeln. Immer wieder hat man auch versucht, Waschmaschinen zu konstruieren, was letztendlich jedoch erst im Jahrhundert der Technik gelungen ist. Das Wäschewaschen ist heute im Vergleich zu früher dank elektronisch gesteuerter Waschmaschine und Wäschetrockner ein Kinderspiel. Bis in die 50er Jahre hinein war es Schwerstarbeit für die Hausfrau und alle weiblichen Familienmitglieder. Thank you.
der frühen Neuzeit bestand das Rechtssystem aus der hohen und niederen Gerichtsbarkeit. Die hohe Gerichtsbarkeit umfasste Körperstrafen und unterstand dem Landesherrn. Die niedere Gerichtsbarkeit befasste sich mit Alltagsdelikten und vergab leichte Leibstrafen, Ehrenstrafen und Geldbußen, also Strafen, die mit Pranger, Schandmasken und so weiter geahndet wurden. Diese unterstand den Grundherrn. Bereits im hohen Mittelalter um 1225 entstand das erste wichtige Rechtsbuch, der Sachsenspiegel. Diese Rechtsordnung war das Ergebnis der Stadtentwicklung. Die bis dahin mündlich weitergegebenen landrechtlichen Regelungen der deutschen Stämme führten zu zunehmender Unübersichtlichkeit. Eigel von Repgow entschied sich daher, das Recht im Saale-Elb-Zipfel aufzuschreiben und verfasste damit das berühmteste deutsche Rechtsbuch, das in heimischer Mundart und nicht in Latein verfasst wurde. Ab 1300 entstanden weitere Rechtsschriften im Gebiet des heutigen Mitteldeutschlands, die auf dem Sachsenspiegel basierten. So zum Beispiel das Freiberger Stadtrechtsbuch, das Zwickauer Rechtsbuch und das Meißner Rechtsbuch, das sogar ins Tschechische übersetzt wurde. Die der Burg vorgelagerte Innenstadt wird von einer ca. 1000 Meter langen Stadtmauer umschlossen, die noch heute in großen Teilen vorhanden ist. Das Mühlentor ist ein mittelalterliches, mit Gebäude überbautes Stadttor. Burg und Städtchen werden durch Mauer, Wall und Graben geschützt. Das als Hack bezeichnete Gelände um die Burg weist auf einen zusätzlichen Schutz mit einem Wehrgebüsch hin. Das Mühltor bildet den Zugang zum steilen Stadtberg. Am Hag, den vormals unbepflanzten hohen Schutzmauern, beginnt der Abstieg über Stufen und steinige Wege zunächst zu einer Aussichtsplattform. Weiter abwärts gelangt man durch die Wolfsschlucht oder auf einem ausgebauten Stufenweg zur Zschopau. Auf der Burg Wolkenstein befindet sich eine Falknerei, welche 1992 gegründet wurde. Etwa 20 Greifvögel werden in der Anlage vorgestellt und dem Besucher im Freiflug vorgeführt. So kann man verschiedene Falken, Bussarde, Adler, Geier und Uhus aus nächster Nähe bewundern. Die Flugvorführungen finden immer von Donnerstag bis Sonntag jeweils 15 Uhr statt. Steile Wände aus Gneis säumen das Tal der Zschopau im Gebiet von Wolkenstein. Der 80 Meter hohe Felsen am Flussübergang eines bedeutenden Handelsweges erwies sich als sichere Lage für eine mittelalterliche Burg. Liebhaber malerischer Landschaften erfreuen sich nun an bizarren Klippen und Schluchten mit Wander- und Kletterrouten. Eine erstaunliche Vielfalt an Landschaftsformen und Ausblicke bis zum Erzgebirgskamm werden erlebbar. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt jetzt die wunderschönen Räumlichkeiten gesehen, viel über die Geschichte des Schlosses erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!